KOFA konkret. Personalwissen zum Durchstarten. Guten Morgen und hallo, egal von wo Sie heute zuhören, aus dem Büro, aus dem Auto, aus dem Urlaub, aus dem Café, aus dem Homeoffice, von wo auch immer. Es spielt gar keine Rolle, denn genau darum geht's irgendwie auch. Diesmal geht's nämlich um flexible Arbeitsmodelle und da ist eben mehr drin als 9-to-5, Schreibtisch und Dienst nach Vorschrift. Ja, spätestens seit der Pandemie gehören flexible Formen der Mitarbeit in Unternehmen fest dazu. Erstmal natürlich aus der Not heraus, mittlerweile aber auch so, denn viele haben Spaß daran gefunden, gemerkt, dass sich durch die Flexibilität Job und Privatleben oft viel besser miteinander verbinden lassen, als es früher mal der Fall war. Und auch für Unternehmen hat das Vorteile. Schließlich gewinnen sie so motivierte, zuverlässige und zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und steigern zugleich auch ihre Wettbewerbsfähigkeit. Mittlerweile gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, flexibel zu arbeiten. Welche das sind und wie Sie die einsetzen können, das verrate ich Ihnen jetzt. Teilzeit ist für viele ein Thema. Nicht jeder möchte 40 Stunden die Woche arbeiten. Viele können das auch gar nicht, weil sie zum Beispiel Kinder betreuen, weil sie pflegebedürftige Angehörige zu Hause haben oder vielleicht auch einfach Hobbys, die ihnen auch wichtig sind. Hier gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten zur Flexibilisierung. Sie könnten die Beschäftigten auf Wunsch zum Beispiel nur an bestimmten festen Tagen in der Woche einsetzen oder, andere Variante, sie blockweise zwischen Arbeit und Freizeit wechseln lassen. Teilzeitarbeit hat viele Gesichter, auch Jobsharing ist eines davon. Die Idee dahinter ist, dass sich mindestens zwei Beschäftigte eine Stelle teilen. Also zum Beispiel 50-50 oder wie auch immer sie das miteinander beschließen. Wer wann da ist und wie die Arbeit innerhalb des gesetzlichen Rahmens aufgeteilt wird, das sollten sie zum Start gemeinsam festlegen. Solche Jobsharing-Modelle gibt es übrigens mittlerweile auch immer öfter auf Führungsebene. Schließlich kann man auch Führungsverantwortung gemeinsam übernehmen. Auch eine Beschäftigung in Gleitzeit gibt ihren Angestellten mehr Flexibilität. Das Ganze funktioniert dann so, dass sie gemeinsam Kernarbeitszeiten mit Anwesenheitspflicht ausmachen und zusätzlich Gleitzeitphasen. In denen können die Mitarbeitenden dann selbst entscheiden, wann sie mit ihrer Arbeit anfangen und wann sie damit aufhören. Die Zeiten werden per Arbeitszeitkonto erfasst, sodass am Ende wieder die Stunden stehen, die vereinbart wurden, nur dass die Betroffenen die Arbeitszeit eben viel besser an ihr Leben anpassen können. Diese Arbeitszeitkonten, die können Sie sich vielleicht so ein bisschen wie Ihr Bankkonto vorstellen. Ja? Nur gehen da eben Stunden rauf und wieder runter und eben kein Geld. Mit diesem Modell können Sie die Arbeitszeit für einen bestimmten Zeitraum, sagen wir zum Beispiel ein Kalenderjahr, auf Basis der durchschnittlichen Wochenarbeitszeit berechnen. Das Konto können Sie dann zum Beispiel über ein Ampelsystem steuern, das den Beschäftigten und Ihnen transparent zeigt, ob die vereinbarten Stunden über- oder eben auch unterschritten wurden und ob danach gearbeitet werden muss. Ganz wichtig dabei ist, Ihre Mitarbeitenden bekommen ihr Gehalt die ganze Zeit über in voller Höhe weiter, auch wenn die Stunden im konkreten Monat vielleicht mal unter dem liegen, was vereinbart wurde. Vertrauensarbeitszeit ist auch ein großes Thema. Man könnte auch sagen, sie ist die Königin unter den Arbeitszeitmodellen. Warum ist das so? Weil ihre Beschäftigten dort wirklich komplett selbst bestimmen können, wann sie arbeiten und wann nicht. Ja, da bekommen ganz viele Chefs Schreikrämpfe, wenn sie nur dran denken. Aber das müssen sie gar nicht. Ganz wichtig ist nur, dass sie das Modell an konkrete Ziele koppeln, die festlegen, welche Aufgaben im definierten Zeitraum erreicht werden müssen. Das Ganze muss ja irgendwie auch messbar sein. Die Bezahlung bleibt dann so, wie sie im Arbeitsvertrag geregelt wurde, unabhängig davon, wie lange die Kollegin oder der Kollege tatsächlich gearbeitet haben. Es gibt nicht das eine richtige Modell, das immer passt. Es gibt sogar eine ganze Menge an Möglichkeiten. Ein paar davon habe ich Ihnen gerade vorgestellt. Am besten sprechen Sie einfach mal ganz offen mit Ihren Mitarbeitenden und fragen Sie, welche Variante Ihnen jeweils am besten passen würde, um Arbeit und Berufsleben optimal unter einen Hut miteinander zu bekommen. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören für heute. Nächsten Montag gibt's die nächste Folge. Hören und direkt umsetzen. KOFA konkret. Jeden Montag neu.